Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Ich heiße Max und ja, ich bin im Moment ziemlich on fire. Ihr werdet das bemerkt haben, ich hau im Moment Videos raus, was daran liegt, dass ich großen Spaß am Lesen und auch am Rezensieren habe. Ich habe im Moment ein paar freie Tage und ich bin einfach extrem motiviert. Außerdem habe ich jetzt am Ende des Jahres auch mal einen Blick zurückgeworfen und habe doch mit Bedauern festgestellt, dass ich manches Buch gar nicht rezensiert habe, auch wenn ich es oder obwohl ich es damals ganz toll fand, zum Beispiel Stefan Zweig oder Goncharow fallen mir da ein. Und das lag vor allem daran, dass ich mir zu dem Zeitpunkt dachte, ich werde jetzt noch ein bisschen warten und dann eine perfekte Rezension raushauen. Ich muss mir nur noch ein paar Gedanken dazu machen. Und dieser Perfektionismus ist einfach so eine Geißel und so ein Unsinn. Denn was dann geschehen ist, ist, ich habe halt nie eine Rezension veröffentlicht, was ich heute wirklich bedauerlich finde. Und um dieses Malheur nicht zu wiederholen, werde ich jetzt eine Rezension abdrehen. Ich habe mir hier übrigens auch meinen Laptop hingestellt mit einzelnen Stichpunkten. Dort sitzt also nicht Alvin mit Feuerzeug und Herdplatte jonglierend am Rand eines Abgrunds, sondern ich gucke hier hin, weil ich mir das alles nicht merken kann, was ich im Verlauf dieses abermaligen Lektürevorgangs jetzt wichtig fand. Übrigens, spoilerfreie Rezensionen zu zwei Meisterwerken. Ihr habt richtig gehört, spoilerfrei, denn es würde mich einfach extrem freuen, wenn ihr jetzt einfach auf den Geschmack kommt, wenn ich euch erklären kann und sagen kann, warum diese Bücher so toll sind, ohne dass ich euch aber irgendwas vorwegnehme, sodass ihr dann ins Geschäft eures Vertrauens rennen könnt, um euer Weihnachtsgeld wirklich wunderbar anzulegen, denn diese Bücher werden euch Freude machen. Das kann ich euch verraten oder versprechen. C.F. Meyer, Meistererzählung, ein Schweizer Schriftsteller mit 6 Meistererzählungen in diesem Band. Ich kannte ihn überhaupt nicht. Ich kenne auch niemanden, der C.F. Meyer liest oder gelesen hat, abgesehen von meiner Germanistik-Dozentin, die häufig von ihm schwärmte. Und das zweite Buch von Daphne du Maurier, Rebecca, eine britische Klassikerin. Wir beginnen mit C.F. Meyer, mit seinen Meistererzählungen, und wir müssen hier einen kurzen Exkurs ins Geschichtliche machen. Es gibt ein kleines Rätsel. Überlegt doch mal, wie viele Antworten ihr richtig habt. Könnt ihr sagen, was der Calvinismus ist? Ist das für euch vielleicht ein Unterwäschemodell oder habt ihr die Idee, dass es sich dabei um eine Religion handelt? Was geschah in der Blutnacht zu Paris mit den Hugenotten? Was hat Lützen mit Gustav Adolf, mit dem Schwedenkönig, zu tun? Und hättet ihr gewusst, wer Gustav Adolf ist? Und könntet ihr sagen, in welchem Jahrhundert Dante Alighieri lebte? Und welchem Stadtfürsten er eine Geschichte hätte erzählen können? In Florenz oder in Wien oder in Ravenna oder in Rom? Wo befindet sich Dante Alighieri? Ich für meinen Teil kann sagen, ich weiß sowas immer punktuell und dann vergesse ich es. Ja, ich schaue mir ganz gerne, beziehungsweise ich höre mir ganz gerne den Podcast von Geschichten aus der Geschichte an, von zwei Historikern, und finde das wunderbar, aber ich vergesse es halt. Aber ich denke, so schlimm ist das gar nicht unbedingt, weil wir natürlich bei Wikipedia nachschauen können. Das geht innerhalb von ein paar Sekunden und schon haben wir die Antwort. Oder wir hören halt solche Podcasts. Oder wir lesen einfach Geschichten von C.F. Meyer. Denn seine 6 Geschichten sind jeweils angesiedelt vor dem Hintergrund eines ganz bestimmten Ereignisses der Geschichte oder eben im Kontext einer bekannten Persönlichkeit. Sei es ein König, sei es ein Schriftsteller, was auch immer. Und das ist erstmal für mich schon bedeutend und besonders, weil darin eine Hochachtung der Geschichte gegenüber drinsteckt und auch eine Hochachtung der Kultur. Es geht nämlich häufig auch um die schreibende Zunft. Interessant, auch das ein Exkurs, aber ich finde es einfach wichtig. Interessant ist es besonders, weil C.F. Meyer ja im, wie man so sagt, im langen und wilden 19. Jahrhundert lebte. Also Historiker bezeichnen das 19. Jahrhundert ja gerne als das lange, weil einfach so irrsinnig viel geschehen ist. Es gab Theorien, die revolutionär waren, wie Marxismus oder den Darwinismus oder den Anarchismus oder die Plattentektonik. Es gab technische Erneuerungen, die dann eben auch wirtschaftlich genutzt wurden, wie die Eisenbahn, die übrigens natürlich auch ein ganz neues Kommunikationsnetz und auch ein Verständnis für Geschwindigkeit nach sich zog. Und dann wurden Fabriken aufgebaut, die einerseits eine extreme Produktivität anregten, andererseits aber für eine Massenarmut sorgten. Also es gab extrem viele auch gesellschaftliche, aber technische und geisteswissenschaftliche Erneuerungen. Und C.F. Meyer dachte sich aber dennoch, nö, das ist mir egal, ich schreibe über die Vergangenheit. Okay, das ist an sich, glaube ich, schon mal etwas, was man konstatieren kann. Und wie ich ja schon angedeutet habe, liegt für mich ein Teil der Begründung darin, dass er
wissen möchte, wie sich Individuen im Kontext einer bestimmten historischen Tat verhalten und was das vielleicht auch über diese Individuen aussagt. Und vermutlich möchte er auch bilden und unterhalten gleichzeitig, denn während man das liest, erfährt man natürlich enorm viel über die vergangenen Jahrhunderte, über Kulturen und Länder. So, er ist in meinen Augen ein grotesk vernachlässigter Autor. Er lebte übrigens von 1825 bis 1898. Hin und wieder werden seine Landsleute der Zeit noch gelesen. Also Keller wird hin und wieder doch mal auch in der Schule gelesen, aber C.F. Meyer, glaube ich, wird sträflich vernachlässigt. Ja, für mich ist erstmal bedeutend, dass diese Geschichten, wie gesagt, sechs an der Zahl, in sich kunstvoll konstruiert sind. Das sind auf der erzählerischen Ebene und auf der Ebene des Aufbaus tatsächlich meisterhafte Erzählungen, hochkomplexe Rahmenhandlungen und Binnenhandlungen, die sich wunderbar ergänzen und auf vielen Ebenen eben miteinander in Beziehung stehen. Das Gleiche bezieht sich auf die Figuren. Da gibt es spektakuläre Wendungen der Figuren. Die Figuren untereinander sind meistens auf fünf oder sechs Ebenen miteinander verflochten und am Ende gibt es immer wieder noch einen Cliffhanger und nochmal einen Wendepunkt. Es sind also wirklich sehr konstruierte Geschichten, aber das hat mich nicht gestört, weil die wunderbar aufgebaut sind, ähnlich vielleicht wie ein perfekt erstelltes Räderwerk, so wie ein Uhrwerk einfach. Da ist jedes Federchen und jedes Zahnrad, alles ist am rechten Platz. Es gibt auch eine frühe Form von Transliteratur, denn einige Figuren sind vielleicht weiblich. Ich muss da nicht spoilern, es gibt ein Mädchen, das für den Schwedenkönig Gustav Adolf kämpfen möchte und sich dafür als Junge ausgibt, mit allen Verwicklungen, die sich eben daraus ergeben. Also das ist auch eine Art von Transliteratur. Es gibt eng gesetzte Spannungsbögen, es ist insgesamt also wirklich ein Page-Turner. Verzeiht mir bitte den Begriff, das ist es einfach. Und immer wieder geht es um religiöse Grundfragen und auch um Fragen der Konfessionen. Denn für C.F. Meyer ist natürlich ein Calvinist etwas ganz anderes als ein deutscher Protestant. Ein Katholik erweist sich in einer Geschichte, offenbart sich dadurch, dass er den Rosenkranz eben in der Hand hält. Und das ist völlig unmöglich, dass dieser Katholik in dem Kontext gerade dort ist. Also das scheint hier etwas ganz Wesentliches zu sein. Nicht an sich, nicht weil C.F. Meyer die Dogmen der unterschiedlichen Konfessionen so spannend fände. Also es gibt hier keine langweiligen Abhandlungen jetzt über Kirchengeschichte oder Praktiken der verschiedenen Konfessionen. Nein, es sind einfach Motivationen und das sind Grundzustände. Es geht häufig um die Frage eben, wie sich Individuen in diesem geschichtlichen Kontext eben verhalten. Und ihr wisst es selber, die Religionen und die Konfessionen haben immer wieder für Blutbäder gesorgt und deswegen konzentriert sich C.F. Meyer natürlich auch darauf. Ja, er schreibt allerdings so charmant und so witzig und so ironisch auch, ja, mit so einem feinen Gespür für Ironie, dass diese an sich ja sehr komplex und vielleicht manchmal schon überladen aufgebauten Geschichten insgesamt einfach ganz leichtgängig daherkommen. Ich lese euch gerne eine Stelle vor. Da geht es übrigens um Frösche, die irgendwo quaken. Aber hört mal, was C.F. Meyer daraus macht. Gerade an jenem Abende war unter den Fröschen der Au ein junger Lyriker von bedeutender Begabung aufgetaucht, der das feste und gegebene Motiv der Froschlyrik so keck in Angriff nahm und so gefühlvoll behandelte, dass der begeisterte Chor nicht müde wurde, die vorgesungene Strophe mit unersättlichem Enthusiasmus zu wiederholen. Wie lebendig, wie liebevoll, wie detailreich wird das hier beschrieben. Man meint wirklich, ein Orchester vor sich zu haben und es sind einfach nur Frösche. Das finde ich ganz, ganz toll. Falls ihr jetzt nicht die Zeit habt, um alle Erzählungen zu lesen, was ich euch aber durchaus empfehlen möchte, dann lest doch einfach Plautus im Nonnenkloster. Das ist relativ typisch. Man sieht hier alle Elemente, die C.F. Meyer eben auch einbaut. Es geht um Poggio. Das ist ein Mann, den es vermutlich wirklich gab, so wie es die meisten Figuren und Nebenfiguren in diesem Buch eben auch gab. Poggio erzählt einem der Medici, vielleicht Lorenzo oder Giovanni. Ich vermute am Anfang des 16. Jahrhunderts, aber ganz sicher bin ich da nicht. Er erzählt jedenfalls, wie er einmal ein Buch von Plautus haben wollte. Also er möchte den Medici-Fürst unterhalten mit einer Geschichte. Plautus, den gab es wirklich, das war ein römischer Komödiendichter. Also wir kennen hier auch wieder Rahmenhandlung, Binnenhandlung. Es verzahnt sich, ja, alles steht miteinander in Berührung. Die Kunst wird aufgebaut, um einen Fürsten zu unterhalten, vielleicht aber auch zu belehren. Und jetzt erzählt Poggio die Geschichte davon, wie er dieses Buch aus einem Nonnenkloster eben nicht entwenden, nicht klauen wollte, aber er wollte es sozusagen der Äbtissin abschwätzen, ohne dass die herausfinden sollte, was für ein wertvolles Buch sie da
in ihren Reihen hat, sonst hätte sie ihm das vielleicht gar nicht gegeben. Und nebenbei klärt sich jetzt in einer Art von Kriminalhandlung eben auch noch eine scheinbare Wundertätigkeit in diesem Kloster auf. Also Poggio ist plötzlich eben auch noch ein Detektiv. Wir haben hier also eine Kriminalgeschichte noch eingebaut und eine Liebesgeschichte, die fehlt natürlich auch nicht und ist wunderbar mit dieser Wundertätigkeit und mit der Kriminalhandlung vernetzt. Ja. Wir haben hier das Humorvolle, das sich mit dem Dramatischen verbindet. Wir haben alle wichtigen Themen. Es geht um die Religion, aber es geht natürlich auch um die Kunst an sich. Es geht um die Kultur, die wir ehren, die wir lieben und die eben damals auch etwas sehr Verbindendes war. Etwas, ja, man setzt sich gemeinsam vor den Ofen oder eben vor das Feuer und hört sich dann eine Geschichte an. Ein anderer Erzähler ist eben Dante Alighieri, der auch eine Geschichte einem Fürsten erzählt. In dieser Geschichte geht es abermals um einen Fürsten. Man hat dort also auch sehr viele Spiegelungselemente. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja gut, aber wenn mich jetzt Geschichte nicht interessiert, hat diese Geschichte denn auch eigentlich einen modernen Kern? Ja, hat es in meinen Augen auf jeden Fall, weil es um Individualität geht. Was bestimmt uns Menschen denn? Wie reagieren diese einzelnen Personen in den 6 Erzählungen eben in einer Ausnahmesituation? Sei es im Kriegsfall, sei es in der Situation, dass man einen Menschen retten muss, dass man sich verliebt, obwohl man nicht verliebt sein darf in diese Person. All das wird hier sozusagen vor einer historischen Fläche eigentlich bespielt und durchdacht. Prägt die Religion uns? Und wenn ja, welche Konfession? Ist es unser Geschlecht, das uns bestimmt? Oder können wir eben, wie im Fall des Pagen von Gustav Adolf, unser Geschlecht selber sozusagen wählen? Und das ist alles ungeheuer gut gemacht. Und wenn man seine Lesegewohnheiten ein wenig auflockert oder wenn man erstmal 50 Seiten vielleicht akzeptiert, dass das etwas ganz anderes ist und dass es ungewohnt ist. Wenn man das alles tun kann, dann wird man dieses Buch auf vielen Ebenen genießen. Und daher gebe ich C.F. Meyers Meistererzählungen 9 von 10 Punkten. Der Waldschrat ist mal wieder mit dem Bubbele unterwegs. Wir machen einen Spaziergang und ich nehme euch wieder mit. Heute sprechen wir über einen Klassiker der britischen Literatur. Es geht nämlich um Rebecca von Daphne du Maurier. Diesen Roman habe ich vor ein paar Tagen gelesen und das war für mich eine ganz große Überraschung. Ich möchte fast so weit gehen zu sagen, es war ein Weihnachtswunder. das liegt sicherlich auch daran, dass ich keinerlei Vorerwartungen oder Vorwissen hatte und deshalb würde ich auch euch empfehlen, falls ihr den Roman noch nicht gelesen habt, dann schaut euch auch diese Rezension nicht an. Denn obwohl ich hier nicht spoilern werde, ist es definitiv am besten, wenn man wirklich gar nichts weiß zu diesem Buch. Ich glaube, dann wirkt er einfach am allerstärksten, dieser Roman. Ja, Daphne du Maurier wurde 1907 geboren und sie starb 1989. Der Roman Rebecca ist von 1938. Und das Besondere ist, dass man nicht nur einen Roman erhält, sondern tatsächlich mindestens 3. Und auch das ist jetzt zwar kein Spoiler, aber in gewisser Hinsicht wollt ihr das vielleicht auch gar nicht wissen und wollt das selber in Erfahrung bringen. Wie gesagt, ich werde ein paar Konfliktlinien durchaus nennen, aber ich möchte jetzt so das große Finale natürlich in keiner Weise berühren in meiner Rezension. Aber man erhält auf jeden Fall einmal eine Cinderella Love Story, auch wenn die gewissermaßen gebrochen wird. Dann bekommen wir ein Psychogramm. Es ist eine sehr fein austarierte und wirklich auch detailliert beschriebene Auseinandersetzung, vor allem mit einer ganz schlimmen Haushälterin, mit Miss Danvers. Und das Ganze wird dann so allmählich überführt, ohne dass man es richtig bemerkt, in eine relativ klassische Kriminalhandlung mit allen dazugehörigen Zutaten, mit einem Detektiv bzw. einem Polizisten, mit Indizien, mit Zeugenaussagen, mit einer Gerichtsverhandlung, all das kommt hinzu. Und wenn ich es jetzt ganz kurz machen müsste, dann würde ich sagen, allein die Art und Weise, wie Daphne du Maurier es schafft, diese verschiedenen Plot-Ebenen und verschiedenen Arten von Literatur miteinander zu verbinden, macht dieses Buch so einzigartig. Ich hatte so etwas noch nie gelesen. Es war für mich eine völlige Überraschung, wie gut man das machen kann. Und wer will, kann jetzt auch gerne aufhören mit dieser Rezension, denn jetzt werde ich einfach noch sagen, was es auf diesen jeweiligen Ebenen denn so im Buch zu betrachten gibt. Und ich werde natürlich auch noch auf die Sprache etwas genauer eingehen. Also kommen wir erstmal
zu unserer Ich-Erzählerin. Es ist übrigens eine namenlose Ich-Erzählerin. Das finde ich immer etwas schade, wenn man nicht einfach sagen kann, ja, Anna ist so und so alt und sie macht dies und jenes. Nein, sie ist auf jeden Fall namenlos. Sie arbeitet zu Beginn der Romanhandlung als Gesellschafterin für eine reiche, aber offenbar eher einsame Dame und muss sie eben unterhalten und beschäftigen. In einem Hotel lernt sie dann einen jungen, reichen Mann kennen, Maxim de Winter. So ganz jung ist er gar nicht mehr, ist um die 40. Aber ist halt kein Waldschrat, sondern ein eleganter, gut aussehender, charmanter Mann. Genau, und wie es so kommt, er macht ihr einen Heiratsantrag. Das Ganze ist allerdings höchst unromantisch. Die Hochzeit wird auch komplett geskippt von Du Maurier. Darauf liegt offenbar nicht ihr Augenmerk. Und dann sind wir einige Zeit später in Mandalay. Mandalay ist das Herrschaftshaus der Familie de Winter, seit Jahrhunderten offenbar im Besitz der Familie, dieser sehr finanzstarken, einflussreichen Familie. Und daher haben wir auch eine Cinderella-Geschichte. Es ist also eine Aufsteigerin. Das gab es jetzt eben in den 30er Jahren zum ersten Mal, dass man vermutlich nicht in der gleichen Klasse oder so, sozialen Gesellschaftsschicht geheiratet hat, sondern dass so etwas möglich war. Und damit ist es natürlich übrigens auch in gewisser Hinsicht eine, ja, Reflexion auf das Vorbild der Jane Eyre, denn da war es ja noch eine Gouvernante, die in einem Haus beginnt zu arbeiten und dort dann eben auf Mr. Rochester trifft und all das eben miterlebt. Hier haben wir jetzt abermals eine Aufsteigerin, aber eben eine Ehefrau. Das Besondere und gewissermaßen auch das dramatisierende Element, ich hoffe, ihr könnt was verstehen, es ist sehr windig. Wir sind hier übrigens gerade an der Deutschen Nationalbibliothek. Ja, so sieht's aus. Und wenn wir noch ein paar Schritte weiter gehen, was wir tun werden, dann sehen wir auch noch das Museum, das Buchmuseum. Das hier ist schon ein Teil davon. Genau, also das dramatisierende Element in der Geschichte ist natürlich Rebecca. Das ist nämlich die verstorbene Ex-Frau von Maxim de Winter. Und die namenlose Ich-Erzählerin hat den Eindruck, dass in Mandalay eigentlich überall noch Rebecca herrscht. Nicht nur in dieser schauerlichen Haushälterin Miss Danvers, die ihr permanent sagt, wie toll Rebecca gewesen ist. Ja, die war wunderschön, die war elegant, die war intelligent. Es war eine Gesellschafterin, die sogar reiten konnte. Sie konnte einfach alles. Ja, sie konnte sogar ein Capri-Wassereis öffnen, ohne dass danach der Finger klebt. Und demgemäß fühlt sich die Ich-Erzählerin komplett unterlegen. Und das ist das Besondere, finde ich, dass sie die Unterlegenheit tatsächlich offensiv anspricht. Das macht dieses Buch auch psychologisch so dicht und das fällt uns dadurch so leicht, emotional mitzugehen. Wir erinnern uns ja in meinem Fall mit Schaudern, an wer ist sie? Anne Bronte mit ihrem Roman Agnes, ist das richtig? Eieiei, ich werde alle Falschaussagen im Nachhinein berichtigen. Jedenfalls dort ging es ja auch um eine Gouvernante, die in einem Herrschaftshaus zu arbeiten beginnt und die dann auf allerlei, in ihren Augen, moralisch Verwerfliches trifft, was sie sofort umdeutet. Also sie musste sich in dem Roman von Anne Bronte, sie musste sich sofort darüber erheben. Und das macht jetzt unsere Ich-Erzählerin nicht. Sie lässt diesen Schmerz zu. Sie lässt ihre soziale Isolation und die Unsicherheit zu. Und das finde ich erstmal mutig. Damit hat sie, würde ich sagen, die gute Daphne du Maurier, ein zeitloses Stück Literatur erschaffen. Das finde ich ganz bemerkenswert. Oder kommt ein Papa, der hat ebenso ein Kind an der Brust wie ich. Genau, also das ist diese eine Ebene, die mir großen Spaß gemacht hat. Und ich muss noch mal betonen, wie fantastisch einfach Miss Danvers ist, ja, wie bösartig. Ich werde euch auch an dieser Stelle mal etwas vorlesen und reinschneiden. Da Sie nun schon einmal hier sind, lassen Sie mich Ihnen alles zeigen, sagte sie mit gewinnender, honigsüßer, entsetzlich falscher Stimme. Ich weiß, dass Sie alles sehen möchten. Sie möchten das schon lange. Aber Sie waren zu schüchtern, um danach zu fragen. Es ist ein hübsches Zimmer, nicht wahr? Das hübscheste Zimmer, das Sie jemals gesehen haben. Sie ergriff meinen Arm und führte mich zum Bett. Ich schaffte es nicht, mich ihr zu widersetzen, war willenlos. Die Berührung ihrer Hand machte mich erschauern und ihre Stimme war leise und vertraulich. Eine Stimme, die ich hasste und fürchtete. Und kommen wir doch an dieser Stelle dann gleich mal auf die Sprache zu sprechen, denn die hat es in sich. Für mich ist das in keiner Weise ein reiner Unterhaltungsroman oder sogar ein Kolportageroman, so wie ich das manchmal gehört habe. Es stimmt, dass die Figuren manchmal plastisch sind bis zur Süffigkeit, bis zum Opulenten. Es ist ein 500-Seiten-Roman, in dem wir wahnsinnig viele Gedanken, Reflexionen und ja auch Punkte über andere Figuren mitbekommen. Die Ich-Erzählerin macht sich einfach über sehr viele Dinge Gedanken, übrigens auch häufig in einer Form von Irrealis,
Also manchmal spricht sie im Konjunktiv über Ereignisse, die vielleicht stattgefunden haben oder die stattfinden könnten. Das Ganze ist in meinen Augen aber eine ganz wunderbare Möglichkeit, in diesen Tagträumen natürlich auch eine Alternativrealität für die junge Frau zu erschaffen, die sich ja in Mandalay gar nicht wohlfühlt, die da nicht hingehört. Ja, und übrigens, diese Deplatzierung wird nicht nur von Miss Danvers, von der Haushälterin, ihr immer wieder mitgeteilt, auch der Hund, Jaspers, glaube ich heißt er, drückt das in gewisser Hinsicht aus. Und natürlich auch einfach das Arrangement, also die Bilder, die alle noch von Rebecca stammen, das Besteck, die Kissen, die ja, Gestaltung des Hauses insgesamt. Und auch eine demente Oma ist am Anfang gerne bereit, die Ich-Erzählerin zu empfangen, aber nach einer Weile schreit sie dann plötzlich, du bist nicht Rebecca, wo ist Rebecca, wo ist Rebecca? Und das ist für den Leser auch einfach psychisch so belastend, hier mitzubekommen, dass diese junge Frau auch in dieser einen Sekunde der Hoffnung, upsie, ich stolpern, diese eine Sekunde der Hoffnung in der Familie durch die Großmutter anzukommen und deren Okay zu erhalten, selbst da wird es am Ende noch gebrochen. Und das macht dieses Buch insgesamt einfach so toll. So, das war jetzt eine lange Schleife. Ich wollte auf die Sprache zu sprechen kommen. Da gibt es manchmal einfach, wie gesagt, üppige Beschreibungen des Hauses, übrigens auch der Blumenpracht, die sich wie ein Leitmotiv durch das Buch zieht, sodass der Leser mit Grauen erwartet, dass sich daraus irgendetwas entwickeln wird. Und ich werde nicht spoilern, was mit diesem Blumenleitmotiv geschieht. Manchmal ist die Sprache aber wirklich sehr karg in den Dialogen. Manchmal gibt es in einer traumatisierenden Mittelszene, die ich jetzt auch nicht spoilern werde, da gibt es im Anhang dieser traumatisierenden Erlebnisse fast schon staccato-hafte Stroboskopbilder. Wisst ihr, also ganz schnell scharf geschnittene Bilder nebeneinander, die nicht mehr verbunden werden durch irgendeine Logik. Und das zeigt uns eben auch diese Psyche der Ich-Erzählerin, die in dem Moment offenbar komplett gebrochen ist. Und dann wieder messerscharf geschnittene Momentaufnahmen. Da werde ich euch auch etwas reinschneiden. Das hat mir extrem gut gefallen, fand ich. Einfach sagenhaft, was für unterschiedliche sprachliche Möglichkeiten Daphne du Maurier hat. Man hörte das Ploppen der Tennisbälle auf dem Platz. Der Scotch Terrier bellte. Eine Frauenstimme rief, er solle still sein. Sommerferien. Baker, der mit seinen Jungen spielte. Wir hatten ihren Alltag gestört. Auf dem Kaminsims hörte man eine goldene Uhr unter ihrem Glassturz hell und eilig ticken. Daher ist es mir definitiv wichtig zu betonen, dass ich diesen Roman auf allen Ebenen einfach nur grandios fand. Ich hatte den Spaß meines Lebens. So, auf meinem schlauen Zettel sehe ich jetzt gerade noch, dass ich mich natürlich kurz zumindest mit der Autorin beschäftigt habe. Ich habe bei Wikipedia durchgelesen, was zu ihr zu finden ist. Und dort steht, dass sie eine Ehe führte, also natürlich eine heterosexuelle Ehe, anderes gab es damals nicht, noch Kinder hatte, aber dass sie lesbisch war. Und vielleicht kennt ihr das, man versucht dann sofort die gewonnenen Details und Informationen auf das Buch zu übertragen. Das mag strapaziert sein, das mag auch eher meinem Wunsch nach Synthese und Schatzsuche geschuldet sein. Aber man findet definitiv in diesem Buch auch ganz untypische, starke Frauenfiguren. Zum Beispiel die Schwester von Maxime de Winter, ich glaube, sie heißt Beatrice. Sie ist eine sehr resolut pöbelnde Autofahrerin, die wirklich rast und damit, sagen wir mal, typisch männlich gezeichnet ist. Natürlich in Anführungszeichen, aber zu der damaligen Zeit war das mit Sicherheit eine unerhörte Figurencharakterisierung. Eine Frau mit dem damals typischen Topfschnitt vielleicht, falls das auch die Mode war damals, die einfach im Auto rast. Man findet also auch in diesem Buch, in diesem so reichen Buch, mit Sicherheit ganz viele verschiedene Ebenen. Man könnte so viele Modelle auf dieses Buch legen. Meinetwegen die Freudsche Theorie von unseren Psychoanteilen. Man könnte sagen, dass Mandalay vielleicht die Verdinglichung der Psyche ist. Ja, das sind alles Möglichkeiten. Miss Danvers als eine der stärksten Antagonistinnen der Weltliteratur. All das hat so einen starken Eindruck gemacht. Auch die kräftigen Monologe manchmal, in denen Figuren ihre Ziele umsetzen wollen, wie Jack Favell. Hintergrund übrigens der Kohlrabi-Zirkus. Steht unter Denkmalschutz, waren früher zwei Markthallen. Jetzt kann man in der rechten Halle Schlittschuh laufen, was ich vor kurzem mit meiner Klasse getan habe. Glücklicherweise ohne Verletzungen. Okay, zurück zum Buch. Ja, man könnte natürlich sagen, dass die Ehe zu Maxim
wirklich sehr karg beschrieben wird. Die wird in wenigen Strichen skizziert und Maxim de Winter ist in vielerlei Hinsicht auch so ein Alltagssexist. Er sagt zum Beispiel dumme Sätze wie, ja, alle Frauen kümmern sich doch eigentlich nur um ihre Kleidung. Obwohl er insgesamt wohl kein schlechter Charakter sein soll, ist er eine eher unsympathische Figur, eine eher blass gezeichnete Figur. Aber, jetzt kommen wir zum Aber, warum mich das nicht gestört hat, in meinen Augen dient das eben dazu, eine gewisse Unsicherheit eben auch zu schüren. Was bedeutet, dass der Leser natürlich diese Ehe auch an sich in Frage stellt und herausfinden möchte, was dort denn eigentlich auch passiert. Maxim de Winter ist also auch keine Hilfe für die Ich-Erzählerin, die ihr inmitten dieser komplett nach Rebecca duftenden Wohneinheit überhaupt nicht zurande kommt. Also von dem her war das für mich keine Schwäche, sondern eine bewusst gesetzte Ambivalenz. Und dann könnte man noch sagen, dass letztlich das tatauslösende Element auf moralisch doch relativ spießigen Beinen basiert. Aber auch da will ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Aber selbst das, meine Güte, das ist halt die Figurenzeichnung. Maxim de Winter ist halt kein moderner, fortschrittlicher, aufgeklärter Mann. Aber das ist doch nicht die persönliche Ansicht von Daphne du Maurier, sondern ist ihre Figur, mit der wir uns auseinandersetzen sollen. Und deswegen, insgesamt, ein großartiger Roman, dem ich selbstverständlich 10 von 10 Punkten geben möchte. Und ich empfehle euch Daphne du Maurier, ein schwieriger Name für eine ganz einfache Lektüre. Ihr rauscht durch. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.